Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wollen wir über Zahlen sprechen. Allerdings nicht über die Monatszahlen, da hat sich nicht viel verändert. Erzähle ich allerdings auch noch ein paar Worte drüber, sondern über andere Fakten. Also hier geht es hauptsächlich jetzt erstmal nochmal um die Automatenkalkulation. Wann lohnt sich ein Automat und wann lohnt sich der nicht? Denn es gibt ja noch einen anderen YouTuber, der sich mit Automaten befasst. Und erstmal schön, hallo und schöne Grüße an Pauli. Freut mich, dass du meine Videos guckst, weil du lässt es ja immer wieder zwischen den Zeilen klingeln, dass du die guckst. Und da gab es ja letzte Woche ein Video, wo du angesprochen hast oder mich quasi direkt angesprochen hast, ohne meinen Namen zu nennen, aber jeder weiß, dass ich gemeint bin, wo du der Meinung bist, dass man sich für meine Umsätze schon schämen müsste, weil ich mit meinen ganzen Automaten so viel Umsatz mache wie er mit einem. Und da habe ich mir gedacht, das müssen wir doch mal aufklären. Denn das hört sich so ein bisschen für mich nach einer Bauernschleuer an. Man sagt ja immer so mal über den Daumen gedreht oder Milchmädchenrechnung könnte man auch dazu sagen. Und das finde ich, sagen wir mal, ist doch mal eine Herausforderung wert, das mal darzulegen. Ich bin ja Vollkaufmann und ich denke, das ist mein großer Vorteil, dass ich genau weiß, wie man mit Zahlen umgeht und wie man quasi mit Zahlen auch richtig rechnet. Und ich werde euch gleich mal anhand von ein paar Beispielen erklären, wann sich wie und wo ein Automat rentiert. Und da gibt es auch tatsächlich Situationen, wo wenig Umsätze immer noch rentabel sind. Und vor allen Dingen Situationen, wo der hochgehypte neue Outdoor-Automat mal ganz schnell in seine Nicht-Rentabilität kommt. Und denn es ist doch mehr, als man denkt. Und ich denke, das mal eben so hoch zu hypen und dann daraus seine Schlüsse zu ziehen und andere dafür schlecht zu machen, das funktioniert so nicht. Wenn, dann müssen wir bei Zahlen und Fakten bleiben und die sehen halt schon ein bisschen anders aus. Das Leitwort dieses Videos ist: Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Und das ist letztendlich genau das, was ich jetzt hier auch mal aufzeigen möchte. Denn es bringt nichts, wenn ich am Ende 1500 oder 2500 Euro habe als Umsatz und am Ende kommt nicht der nötige Rohertrag dabei raus. Das Video wird ein bisschen komplexer, vermute ich mal. Ich werde versuchen, es so kurz wie möglich zu halten, weil ich möchte jetzt auch kein Volksstudium draus machen oder Zahlen, keine Ahnung, Vortrag. Aber es ist schon wichtig, damit dann die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch mal klar sind, was da auf einen zukommen kann und vor allen Dingen, was sowas kostet und was dann die Vorteile sind, vor allen Dingen Outdoor-Automat, Indoor-Automat beziehungsweise auch Standplatz-Outdoor oder Indoor. Da müssen wir auch nochmal fein unterscheiden, denn da gibt es auch ein paar Kriterien zu beachten. Für alle, die jetzt nur für die Zahlen, Monatszahlen eingeschaltet haben, da kann ich euch jetzt sofort mitteilen, der Umsatz ist in etwa gleich geblieben wie letzten Monat. Im Gegenteil, ich habe mich sogar leicht gesteigert. Und es ist so, dass ich jetzt hier auch tatsächlich ein Automat von einem Standort abziehen werde, weil der an der Stelle, nämlich der in der Feuerwache, so schlecht mittlerweile läuft, dass es dann da auch trotz meiner Kalkulation, die ihr gleich sehen wird, keinen Sinn mehr macht. Und dann hole ich den da natürlich ab. Weil das macht auch schon mal Sinn. Man muss immer den Automaten aber auch ein bisschen Chancen geben. Und meine Voraussetzungen waren ja nun mal ganz, ganz anders. Ich konnte ja die Automaten mit Standort übernehmen. Und ich denke, das darf man auch nicht vergessen. Also von daher war es das zu den Zahlen. Das heißt, in etwa gleich in den nächsten oder für diesen Monat, von dem wir ja gerade reden, da wird sich einiges ändern, weil der Snackautomat in der Erwachsenenbildungsschule läuft wieder wunderbar. Und ich habe ja den
zweiten Autoautomaten auch aufgestellt und eventuell mit ein bisschen Glück kommt ja nächste Woche dann sogar der dritte Autoautomat. Aber dazu kommen wir dann bei dem nächsten Video. Dann gehen wir jetzt mal ins Eingemachte und schauen doch mal, was es da zu beachten gibt. Wir werden jetzt über ein paar Zahlen reden, die behaltet ihr bitte hier im Hinterkopf, denn die ziehen sich jetzt sozusagen auf die Tabellen fort. Ich habe einmal jetzt hier die bekannte Kalkulation mit dem Outdoor-Leasing, dann eine Outdoor-Finanzierungskalkulation, dann eine zweite Outdoor-Finanzierungskalkulation, weil hier sind nämlich Kosten, die unbedingt berücksichtigt werden müssen, die gerne verschwiegen oder vergessen werden. Und dann haben wir auch noch den Indoor gebraucht in der Kalkulation. Und ich möchte euch hier mal zeigen, im Vergleich, wie die so abschneiden und vor allen Dingen, wann ihr habt den Return of Investment bzw. wann der Break-Even-Point erreicht ist, nämlich der Punkt. Und da, wie gesagt, ich will nicht zu theoretisch werden, wann ihr genug Einnahmen habtet, um die Investition sozusagen abgelöst zu haben. Und der entscheidende Punkt ist letztendlich die monatlichen Kosten. Die summieren sich oder addieren sich aus verschiedenen Bereichen. Die sind natürlich sehr unterschiedlich. In dem Fall war es ein Beispiel mit einem Angebotsautomaten der Automaten Jungs. 8.299 Euro habe ich damals bezahlt. Dann kamen ein paar Zahlungssysteme dazu plus ein paar Nebenkosten wie Versicherung und Ähnliches. Das Ganze dann über 48 Monate als Leasing, was das Ganze günstig macht, weil Leasing ist immer günstiger als Finanzierung. Das liegt aber am Ende daran, dass am Ende eine Schlusszahlung sozusagen Ablöse, wenn man den Automaten übernehmen möchte, dann fällig wird. Und somit ergibt sich jetzt erstmal während der Laufzeit eine günstigere Rate. Und dadurch kommen wir auf einen Kostenfaktor von 169 Euro im Monat, den man an Kosten hat. Und das heißt, wenn ich jetzt mit einem 100%igen Aufschlag kalkuliere, das ist auch noch ein wichtiger Faktor, den wir im Auge behalten müssen, dann habe ich am Ende einen Mindestumsatz von 338 Euro zu erzielen. Was bedeutet 100% Aufschlag? Ganz simpel gesagt, ich kaufe einen Snickers für 1 Euro ein, muss ich es für 2 Euro verkaufen. So, das ist im Prinzip der ganze Schisselaweng. Wenn ihr dann noch Getränke habt, müsst ihr das Pfand mit reinrechnen und ihr müsst natürlich die Mehrwertsteuer jeweils mit reinrechnen. Am Ende habt ihr dann einen Nettoaufschlag. Und wie ihr wisst, wenn ihr meine Videos schaut, habe ich in den meisten Fällen nicht nur 50%, sondern ich habe immer irgendwie so zwischen 54 und 56% Rohertrag und das ist doch beachtlich und das müsst ihr erstmal nachmachen. Denn nochmal, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Es bringt nichts, wenn ich mit einem Automat 2.500 oder 3.000 Euro Umsatz mache und am Ende mein Ertrag vielleicht nur 1.000 Euro ist. Dann habe ich natürlich im Verhältnis nicht so viel Rohertrag, wie ich brauche und das bringt nichts. Deswegen hier auch immer darauf achten und vor allen Dingen sehr gut kalkulieren. Das heißt, das sind jetzt hier so die Fakten, die wir mal so festhalten. Ich gehe jetzt direkt in den nächsten Automaten, denn wir haben dann eine Finanzierungssituation und ich habe mir hier ein aktuelles Angebot rausgesucht von den Jungs vom Pauli, wie man ja so schön sagen, dann nämlich vom Automatenland. Und die Jungs haben im Grunde genommen den Angebot, also ein besonderes Angebot mit der Paul-Kramer-Konfiguration von 9.275 Euro. Kann man gerade nicht meckern, ist ganz günstig. Und den nehmen wir einfach mal als Kalkulation. Das heißt, wenn ich den kaufe den Automat, dann habe ich erstmal die Netto-Einkaufskosten. Bitte in eurer Liquiditätsplanung, so muss man es ja sagen, die Mehrwertsteuer nicht vergessen. Warum erwähne ich die jetzt hier in dem Fall direkt dabei? Weil hier kommt natürlich ein Batzen Mehrwertsteuer drauf. Das sind nicht wenig, müssten so knapp 1.700 Euro oder was sein. Die werden euch erstmal in der Tasche fehlen. Jetzt wird natürlich der Schlaumeier sagen, ja Moment, ich kann die doch absetzen, aber ihr müsst feinst unterscheiden, ob ihr Kleingewerbe anmeldet oder direkt ein Vollgewerbe. Und wenn ihr nämlich ein Kleingewerbe anmeldet, dann habt ihr da schon mal ein richtiges Loch im Portemonnaie, was ihr nicht so schnell füllen könnt, denn die
Umsatzsteuer könnt ihr nicht geltend machen und ist dann im Prinzip verloren. Das heißt also, ihr werdet hier erstmal die quasi mitfinanzieren müssen, was die Rate natürlich erhöht. Habt ihr das nicht, dann könnt ihr die Finanzierung auch ohne Umsatzsteuer machen und seid da ein bisschen günstiger. Ich habe dann mal, um die Zahlen hier so, sagen wir mal, vergleichbar wie möglich zu machen, habe ich jetzt hier ohne Mehrwertsteuer gerechnet, aber bitte darauf achten, reißt euch ein Liquiditätsloch in eure Tasche, müsst ihr nochmal zu Hause anklopfen und fragen, ob einer die Kohle für euch über habt. So, das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir bekommen dann ein zinsgünstiges Darlehen, was natürlich im Moment jetzt immer schwieriger wird. Ich habe jetzt hier mit der Sparkassen-App mal gerechnet. Dann haben wir ein Darlehen mit einem effektiven Zins von 2,99. Effektiv heißt inklusive aller Kosten. Hält sich bei einer gleichen Laufzeit. Die muss ich jetzt hier genau wie beim Leasing nehmen, nämlich die 4 Jahre. Hält sich die Kosten hier wirklich in Grenzen. Also Geld leihen ist auch mit 3% oder 4% immer noch nicht allzu teuer. Das heißt, ich habe dann eine Gesamtfinanzierung bzw. einen Gesamtbetrag, den ich finanziere, von 7.000 Euro, weil ich habe hier auch jetzt mal, um einen echten Vergleich zu haben, die 3.000 Euro Anzahlung mit reingerechnet. Das heißt, ich habe im ersten Monat habe ich erstmal auf die Tasche zu legen, gut 4.000 Euro, gegebenenfalls plus Mehrwertsteuer auf die 9.000, knapp 10.000 Euro, das müsst ihr halt gucken. Das ist erstmal der erste einmalige Betrag. Könnt ihr natürlich auch alles mitfinanzieren, erhöht aber natürlich nicht unerheblich eure Rate. Und es wird natürlich dann gerne damit angeboten, sozusagen die Raten zu verlängern, also nicht 48 Monate zu machen, sondern 60 Monate vielleicht oder noch länger am besten. Das liegt natürlich ganz einfach daran, dass eure monatliche Kosten gedrückt werden soll, aber ihr drückt zwar die monatlichen Kosten, aber da steigt natürlich automatisch auch die Finanzierungskosten dann wieder im Verhältnis. Das heißt, dann kostet mal eben nicht so eine Finanzierung 266 Euro. Ich habe das mal gegengerechnet, die kann dann nämlich mal locker dann 500 Euro kosten, nur weil er mal ein Jahr verlängert. Aber lasst euch da Angebote geben. Und das ist zwar angenehm für die monatliche Portemonnaie sozusagen, aber ist natürlich kaufmännisch gesehen voll für den Arsch. Ja, also länger als 4 Jahre würde ich zum Beispiel niemals finanzieren, weil letztendlich müsst ihr auch mal in der aktuellen Lebenssituation und den aktuellen Ereignissen müsst ihr ja auch mal einen überschaubaren Horizont haben. Das heißt, ihr müsst ja auch planen, denn wenn ich mich für 60 oder mehr oder vielleicht sogar 72 Monate festlege, dann müsst ihr auch überlegen, das muss ja der Standort, den ihr da vielleicht in Aussicht habt, auch hergeben. Habt ihr schon einen Vertrag über diese lange Laufzeit? Oder macht das überhaupt Sinn, sich so lange zu binden? Würdet ihr euch in einem Mietvertrag so lange binden? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also hier auch nochmal genauestens aufpassen. Aber das ist kaufmännisches Risiko, das müssen wir alle eingehen. Das müsst ihr auch eingehen, wenn ihr das machen wollt. So, jetzt haben wir im Grunde genommen die Kosten hier mal zusammengeführt. Wie gesagt, ich kann es nur mit 48 Monaten vergleichen. Und bei den 48 Monaten habe ich dann im Prinzip einen Gesamtkostenaufwand von etwas über 10.000 Euro. Habe dann quasi, wenn ich die nämlich runterdenke auf den monatlichen Betrag, also einfach die 10.000 durch 48 geteilt, dann komme ich auf einen Betrag, den ich als Kosten pro Monat ansetzen muss. Dann habe ich eine Summe von 215,23 Euro, aber da sind noch keine Nebenkosten dabei. Das heißt also, hier sehen wir schon mal einen kleinen Nachteil bei der Finanzierung, weil wir tatsächlich eine wesentlich höhere Minusumsatz haben müssen. Das heißt also, in dem Video, kann ich euch gerne übrigens unten verlinken, wo von mir gesprochen wird, angesprochenen Umsatz von 1.000 Euro, ja, also unter 1.000 Euro wurde da gesagt, wenn ein Automat keine 1.000 Euro Umsatz macht, dann würde ich den Standort aufgeben. Wette hier schon mal fast am Arsch, weil letztendlich ist es so, wenn ihr jetzt hier die 1.000 Euro Umsatz macht, habt ihr nur in Anführungsstrichen ja 500 Euro, wenn ihr gut kalkuliert habt, an Roherlös, und das heißt, am Ende bleiben tatsächlich 284 Euro pro Monat über. Ist machbar, kann man machen,
Ne, ganz klar, aber letztendlich mit einem Automat werdet ihr da aus meiner Sicht dann überhaupt nicht glücklich. Denn es gibt ja immer wieder Situationen, wo das vielleicht auch mal schlechter oder besser läuft. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn ich so eine hohe monatliche feste Mindestumsatz machen muss, beziehungsweise so hohe Raten. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, ist ja nicht so viel, 215 Euro, aber warum erkläre ich euch das so? Weil es natürlich für die Gesamtkalkulation wichtig ist und wir haben hier eine Kalkulation ohne Nebenkosten. Wie sieht denn jetzt die tatsächliche Welt aus, die reale Welt, die uns quasi fernhält von der Bauernschleue, sondern ganz simpel, wir haben im Prinzip hier das gleiche Beispiel. Jetzt nehmen wir aber mal den Zustand oder Umstand, dass wir den Stellplatz, den wir haben, mieten müssen. Das heißt, wir müssen vielleicht ein Geld rauslegen, um dann da den Automaten aufzustellen. Da reden wir dann vielleicht von 50 Euro oder 100 Euro. Irgendwie sowas werden da meistens aufgerufen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir Strom bezahlen müssen. Das heißt also, wir müssen plötzlich diese Kosten nochmal dahin zurechnen. Das heißt also, letztendlich ist es so, dass wir sagen müssen, Moment, ich habe ja dann ganz andere Kosten, nämlich die summieren sich ja auf die 48 Monate und ich komme dann auf eine monatliche Zahlung von 390 Euro. Jeder kleine quasi Stolperstein, der dazukommt, verschlechtert euch ja die Bilanz. Und wenn ich 390 Euro an Kosten habe, muss ich schon mal 780 Euro Umsatz machen, was natürlich schon heftig ist. Ne? Also muss ich sagen, ist schon sehr viel, weil letztendlich habe ich mit 780 Euro habe ich nur die Kosten getragen. Und das sehen wir jetzt hier oben wunderbar in der Tabelle. Und wo wir gerade hier oben dann schon mal sind, können wir nämlich dann auch direkt mal auf die rechte Spalte gehen. Da gibt ist von mir vorgegeben, den Break-Even-Point, nämlich der Punkt, der, wann sozusagen euer Ding durchfinanziert ist, beziehungsweise wann ihr es geschafft habt, damit mal Geld zu verdienen. Und wenn ihr mal hier richtig schaut, bei 1000 Euro, also die angesprochene 1000 Euro, sind es in der Tat 170 Monate, die ihr braucht, bis ihr den ersten realen Euro damit verdient habt. Alles dazwischen habt ihr nur Arbeit gekauft. Nur Arbeit, nichts anderes. Ja, weil ihr habt das finanziert, ihr habt zwar einen schönen Umsatz, einen schönen Automaten, aber trotzdem, ihr habt nichts damit verdient. Nichts. Und dann wird ja meistens von den Besagten, von dem Umsatz so um die 1500 oder mehr gesprochen, auch okay, 1500 Euro, das ist schon echt eine Hausnummer. Ihr wisst selber, ich habe einen Autoautomaten laufen. Da bin ich froh, wenn ihr die 1000 schafft. Im Moment pendelt er eher so die 900 an. Aber hier wird natürlich dann von 1500 Euro gesprochen, die so ein Automat ja eigentlich immer machen muss. Aber auch da haben wir 52 Monate, bis der Break-Even-Point, also Return of Investment, erreicht ist. Und das ist natürlich normal. Ja? Das heißt also, das muss berücksichtigt werden. Da müsst ihr einfach drüber nachdenken. Das hilft hier nicht, mal eben zu sagen, ihr braucht so und so viel Umsatz und. Nein, ihr müsst Faktum jeden einzelnen Posten berücksichtigen. Klein, klein kalkulieren. Und da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Am Ende gehört euch zwar der Automat. Also wenn ihr jetzt hier mit 1500 Euro arbeitet, dann habt ihr 52 Wochen, also länger als die Finanzierung, habt ihr dann den rumgeackert, dann habt ihr einen Automaten da stehen. Und jetzt kommt dann zu dem Hauptargument ja immer, ja, der Automat, nach 10 Jahren verkaufe ich den. Ne? Dann macht er die ersten Fehler und dann verkaufe ich den. Habt ihr schon mal einen Automaten gesehen, der 10 Jahre lang draußen gestanden hat? Outdoor, Wind, Wetter, Schnee, alles, vielleicht angepisst, angekackt, was weiß ich, was da alle passieren kann. Also Möwen von oben, ne? Da geht ja keiner. So. Ich kann mir nicht vorstellen aus heutiger Sicht, dass ein Automat nach 10 Jahren Outdoor noch genauso funktioniert, wie er vorher funktioniert hat und da noch richtig Asche wert ist. Also da bin ich einer ganz anderen Meinung.
Ich kann es euch gar nicht sagen, weil wir sind ja da am Anfang. Ich kenne also keinen, der länger als ein Jahr oder zwei seine Outdoor-Automaten stehen hat. Aber das ist eine echte Überraschung. Also die Nutzungsdauer, die will ich jetzt mal hier außen vor halten. Aber was zugute kommt bei den soliden Geräten, ob Outdoor oder Indoor, die halten natürlich schon gut. Eventuell muss man dann neu lackieren oder das eine oder andere Blech austauschen. Natürlich vielleicht 10-mal die Vandalismusscheibe bis dahin ausgetauscht haben. Mal gucken. Das sehen wir dann gemeinsam. Lasst uns da drauf achten. Es wird spannend. Wenn wir das gemeinsam hier weiter mitmachen, dann wird es spannend. Alle die übrigens, wo wir gerade bei gemeinsam mitmachen, hier gibt es ja auch anscheinend so richtige kleine Klugscheißer, die meine Videos gucken, die dann da behaupten, auch in dem Video, wie gesagt, ich verlinke euch das, dass ich ja quasi von denen bezahlt werden könnte oder würde wahrscheinlich, damit ich solche Videos mache, damit ich die Jungs, also von den Automaten Jungs, damit schlecht mache. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil letztendlich ist es so, die Automaten-Jungs verkaufen nur Automaten. Was haben die mit mir zu tun? Also klar, ich mache für die Werbung, weil die Jungs sind einfach spitze. Ja, aber die machen das gleiche Geschäft wie alle anderen. Ja, also die, aber gut, es gibt ja so Oberklugscheißer, die dann auch das machen. Bist du jetzt einer von den Oberklugscheißern, du musst ja meine Videos gesehen haben, dann darfst du gerne abschalten. Du darfst gerne jetzt abschalten. Am besten mach mal aus. Ich meine, wir sind ja schon lange, ne? Video ist ja schon 16 Minuten. Schalt einfach ab. Jetzt ist der Moment gekommen, wo der Klugscheißer bitte abschaltet. Und alle, die mal eine gute Kalkulation sehen wollen, warum sich das dann trotzdem am Ende noch lohnen kann, auch mit wenig Umsatz, die bleiben einfach dran. Weil jetzt kommen wir zu den gebrauchten Automaten. Wovon ich immer erzähle, gebrauchte Indoor-Automaten, weil da muss man schon fein unterscheiden. Aber wartet einen kleinen Moment, ich habe noch einen kleinen Tacken, ich weiß, es wird schon super lang, aber Outdoor-Finanzierung auch ohne Nebenkosten liegt hier tatsächlich so, dass wenn du 1000 Euro Umsatz hast, dann hast du musst du 36 Monate ackern, um den Break-Even-Point zu erreichen. Aber du wirst diese Nebenkosten haben. Auch ein Pauli hat diese Nebenkosten. Und da möchte ich da mal so eine Rohertragssituation sehen. Da möchte ich mal sehen, Umsatz ist nämlich nicht Gewinn. Was bleibt da am Ende über? Der hat nämlich ein Ladenlokal. Vorher hat er einen wunderschönen Standort gehabt. Da muss Miete bezahlt werden. Das heißt also, wenn da Automaten stehen, 4, 5 Automaten stehen, dann müssen die anteilig die Miete mittragen sozusagen. Nimm mal an, der hat 1000 Euro Miete oder 500, ist ja egal. Dann muss man da auch schon mal anteilig die Miete mit reinrechnen. Und schon wird die ganze Kalkulation für eine Wurst. Habe ich 100 Euro Miete auf den Automat, muss ich 200 Euro Umsatz schon mal machen, die ich für Nüsse mache, nur für Miete. Plus Strom. Strom nicht zu vergessen. Das heißt, der Strom wird immer teurer, die Automaten müssen betrieben werden, 24 Stunden rund um die Uhr. Also von daher ist nicht alles Gold, was glänzt. Und das ist der große Vorteil bei den Indoor-Automaten. Habe ich sogar noch ein bisschen grafisch aufbereitet. Warum, erkläre ich euch gleich. Warum haben die den Vorteil? Ungeachtet davon, ob die neu oder gebraucht sind, kann ich euch ganz einfach erklären. Wenn ich einen Indoor-Automaten aufstelle, dann stelle ich den in der Regel ohne Nebenkosten auf. Weil derjenige, der einen Indoor-Automat haben möchte, der möchte den haben, damit seine Mitarbeiter damit befriedigt werden oder sein Besuch. Ne? Also ja, Sie wissen ja bestimmt, stehen ja ganz viele in Autohäusern als Beispiel. Die stellen die ja nicht nur für sich auf, die stellen die auch für die wartenden Kunden, die darauf warten und die holen sie einen Snack oder möchten sie das oder möchten sie dies. Das heißt, das ist eine Service. Und alle meine Indoor-Automaten, da zahle ich keine Miete und keinen Strom. Also schon mal einen riesen krassen Vorteil. Und jetzt kommen wir mal zu der Kalkulation gebraucht. So ein Indoor-Automat, der kostet keine 4.000, 5.000 Euro. Wer so viel Geld dafür bezahlt, der bezahlt Mondpreise oder hat einfach einen guten Tag gehabt. Ja? Klar kann man die dafür verkaufen, muss man aber nicht. Geht einfach zu dem Richtigen, dann bekommt er die Indoor-Automaten auch für den entsprechenden Kurs. In 10 Jahre, 12 Jahre alten, egal. Automat habe ich jetzt hier mal mit 2.000 Euro veranschlagt. Das ist ein Preis, der ist sicherlich fair, müsst ihr aber fragen. Fragt bei den Automaten-Jungs an, die haben verschiedenste Indoor-Automaten, ob für 2000 Euro einer machbar ist oder kostet er vielleicht 2,5 oder 3, aber keine 4 oder 5. Ja?
Kommt natürlich auch immer auf die Zahlungssysteme an. In dem Fall habe ich jetzt hier im Grunde nur einen Scheinleser dabei gepackt. Das heißt also, meistens packt ihr eh nur eine alternative Zahlungsmöglichkeit bei Indoor-Automaten dabei. Entweder Najax oder ein Scheinleser. Braucht der nicht mehr. Ne? Ist halt Indoor. Und damit sieht das Ganze natürlich dann schon ganz anders aus. Ich habe nämlich dann insgesamt nur 3.000 Euro Kosten. Rechne ich im Prinzip die Füllung noch dazu und ein bisschen Wechselgeld, habe ich dann 3.570 Euro Kosten. Und damit habe ich dann am Ende, wenn ich das wieder auf 48 Euro runterdenke, auch nur 74 Euro im Monat, die ich dann da tatsächlich habe. Und ich habe dann mit 148 Euro Umsatz meinen Mindestumsatz erreicht. Und jetzt guckt euch das mal an. Mache ich mit einem Indoor-Automaten 1.000 Euro, habe ich in 8,4 Monaten den Käse bezahlt. Wups, bezahlt. Ist aber nicht realistisch für einen Indoor. Indoor-Automaten, die mehr als 500 Euro machen, die findest du nicht mal eben. Die gibt es ganz selten. Sind ein paar dabei, aber wie ihr mal wisst, meine nicht. So, mein Schulautomat, den ich ja in der Schule habe, der macht im Prinzip seine 500 Euro, wenn er funktioniert, ist jetzt Gott sei Dank wieder in Ordnung, macht jetzt auch dann wieder in Zukunft seine 500 Euro. Der hat sogar 700 gemacht. Ja? Der hat sogar 700 gemacht. Das heißt also, wir liegen irgendwo hierbei. Und das heißt, der Automat, der so schlecht ist, ne, weil er ja schon so alt ist und nichts mehr wert ist, den habe ich nach 20 Monaten habe ich den raus. Das heißt, ich bin schon quasi, ich mache das ja jetzt seit September, naja gut, nächstes Jahr habe ich die ersten Automaten raus. Und daran seht ihr mal, dass sich das auch lohnt, einen Indoor-Automat mit wenig Umsatz zu betreiben. Und da haben wir nämlich ein paar Fälle dabei, wo ich letztendlich zwischen 250 und 500 Euro bezahle, beziehungsweise Umsatz mache. Und letztendlich da irgendwo meine Profit rausziehe, aber natürlich nicht optimal. Aber das nennt man dann Quersubventionierung. Denn alle Automaten, dadurch, dass ich so viele Automaten habe, helfen mir letztendlich ja, meinen Gesamtumsatz zu realisieren. Und du brauchst, und das kann ich dir klar auch sagen, aufgrund meiner Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, mindestens 1.500 Euro bis 2.000 Euro im Monat als Operator an Umsatz, was ja wirklich nicht viel ist, damit dir deine Mindesthaltbarkeitsdaten nicht von hinten ablaufen. Denn das Problem ist, und das wird auch nirgendwo gesagt, hast du nicht diesen Umsatz, hast aber dein Lager voll mit verschiedensten Artikeln, weil du möchtest dir eine schöne Sortimentenvielfalt geben, so ein scheiß 10er G-Snack, da passt nun mal eine Menge Artikel rein. Ganz viele schöne, verschiedene Artikel. Die musst du aber alle auf Lager haben. Verkaufst du die nicht, dann laufen dir die weg. Laufen dir die weg. Und ich bin sicher, es wird der ein oder andere von euch, der so ein Automat schon gekauft hat, schon dabei sein und jetzt so machen. Jo, da hat er recht. Jo, da hat er recht. Ich habe schon das und das weggeworfen. Das ist so. Und wenn die Automaten ganz schlecht laufen, dann kommen sie natürlich weg. Dann kommen sie natürlich weg. Ich habe aber mehr Zeit. Warum habe ich mehr Zeit? Weil ich keine Nebenkosten habe. Keine Nebenkosten. Ich kann den da stehen lassen. Der kann von mir aus da frisst kein Brot, sagt man bei uns. Ja, also von daher wirklich super. Um das Ganze jetzt noch abzurunden. Ich will es aber wirklich, ich mache viel zu lange schon das Video. Bitte nicht vergessen, euren Steuerberater zu fragen. Ihr könnt die Kacke nicht richtig abschreiben. Das heißt, ihr habt auch noch das Abschreibungsproblem, was auch noch eine Steuerproblematik, wenn ihr Gewinne macht. Nur dann, macht euch keine Sorgen, nur wenn ihr Gewinne macht. Nach der Kalkulation dauert es ja ein bisschen, bis ihr Gewinne macht. Ist beim Leasing besser? Ich weiß, Leasing kriegen leider nicht alle. Müsst ihr finanzieren. Bin ich vollkommen dabei. Wenn ich nicht leasen kann, muss ich finanzieren. Aber finanzieren ist echt nicht gut. Überlegt euch vielleicht lieber dreimal, ob ihr euch selbstständig machen wollt damit, bevor ihr... Vielleicht habt ihr ja das Geld auch auf der Tasche, dann klappt das besser. Glaubt mir das. Das ist ja auch mein Vorteil. Darf man auch nicht vergessen. Ich muss den Scheiß alle gar nicht finanzieren. Ich habe mir im Prinzip diese ganzen gebrauchten Automaten, die gehören alle schon mir. Ich habe die bezahlt.
Das heißt also, alles, was ich jetzt da raushole, ist Return of Investment, so nennt man das. Return of Investment. Das heißt, ich kriege die ganze Kohle wieder zurück. Alle bezahlt. Ja? Klar, Outdoor mache ich Leasing. Aber was ist denn auch ein großer Vorteil vom Leasing? Ich will euch jetzt natürlich da nicht schmackhaft machen. Wie gesagt, ihr könnt es ja leider nicht alle. Habe ich nach 4 Jahren, wenn die Leasingzeit, über die ich immer abschließe, dann vorbei ist, keinen Bock mehr auf den Scheiß, gebe ich den zurück. Gut, wer wäre bescheuert, wenn ich einen 4 Jahre alten Autoautomaten mit dem Wert zurückgeben würde. Aber ich kann es halt. Mache ich es heute nicht, dann gebe ich ihn einfach ab. Dann wird er wieder zu, bup, geht er zurück. Ganz simpel. Das ist der Vorteil an Leasing. Ja? Und was soll ich sagen? Was passiert denn noch? Und jetzt kommen noch ein paar Sachen dazu. Also, wir haben Steuerproblematik. Nicht ideal, sprecht mit eurem Steuerberater. Und wir haben natürlich die Aufwände. Wenn ich 1.000 Euro Umsatz mache, dann muss ich 4-mal im Monat da mindestens hinfahren. Mindestens. So, und ihr müsst euch jetzt euren eigenen Stundensatz rechnen. Wie funktioniert das? Mein Vorteil ist ja, und das erzähle ich ja jedes Mal auch bei den Videos, dass ich sowieso in Düsseldorf unterwegs bin und ich sowieso dann das kombinieren kann. Oder jetzt die beiden Autoautomaten am Flughafen, die sind ganz bei mir in der Nähe. Das ist auch wichtig. Standortwahl. Ne? Aber ich habe jetzt hier die Autos mal hingemalt, damit ihr seht, wie sich das potenziert. Ich kann natürlich dann ab einer gewissen Umsatzgröße, brauche ich nicht mehr dahin fahren sozusagen. Außer bei Getränken. Die werden dann immer sehr schnell alle, muss ich feststellen. Gerade jetzt im Sommer. Getränke. Im Winter hält sich das so die Waage. Im Sommer wird Getränke. Das heißt, es kann sogar sein, dass ihr öfters hinfahren müsst. Und das müsst ihr berechnen. Sprit ist teuer und. Aber guck mal, so wenig Mindestumsatz musst du machen, dann rechnet sich auch ein Indoor. Und vor allen Dingen auch ein Gebrauchter. Und dieses Jammer, dieses Gebrauch, den würde ich niemals kaufen, diese Fehler. Boah, ich kann es nicht mehr hören. Aber es scheint ja wichtig zu sein. Klar, ihr wisst genau aus meinen Videos, ich habe euch versprochen, ihr bekommt von mir auch das Schlechte gezeigt, nicht nur das Gute. Ich habe auch so meine Probleme mit den Gebrauchten. Na und? Ich habe aber auch meine Probleme mit den Neuen. Ich werde noch ein Video dazu machen, was für Probleme ich hatte, als ich jetzt im Urlaub war, mit einem neuen Automat und was überhaupt für Probleme mit neuen Automaten entstehen können. Das passiert ja da auch. Aber ein Gebrauchter, 10 Jahre alter, der läuft wie eine Uhrmaschine. Tak. Da passiert nichts. Und wenn da was passiert, dann ist was kaputt, weil ich austauschen muss. Haben wir gehabt. Weiß ich. Aber der läuft. Der läuft und läuft. Wie ein Uhrwerk. Geölt und gefettet. Zack. Ja, das ist einfach der Vorteil. Ihr müsst natürlich davon ausgehen, dass er funktioniert, wenn er ihn kauft. Aber dafür müsst ihr einfach nur bei den richtigen kaufen. Kauft die bei den Automaten, Jungs. Die geben euch einen funktionierenden Automaten. Ja, ganz simpel. Und wenn was kaputt ist, dann helfen die euch. Da braucht es auch keine Akademie dafür. Ja, da reicht ein Anruf. Kriegen wir alles hin. Ich bin ja auch dabei. Das kriegen wir alles hin. Ist ja kein Hexenwerk. Das wird immer so, ne? Nee. Also. Ich will da gar nicht schlecht drüber reden. Ich habe bis jetzt auch immer mir dann verkniffen, darüber zu reden. Aber das war, also da wurde ich ja jetzt als Kaufmann in meiner kaufmännischen Ehre angegriffen, sozusagen. Und ihr wisst genau, meine Kalkulation stimmt. Ich habe am Ende einen schönen Rohertrag, über den ich mich freuen kann, als Nebengewerbe. Ich muss davon nicht leben. Wenn ich noch zig andere Einnahmen habe, die ich jetzt nicht habe, dann brauche ich da vielleicht nicht drüber nachdenken. Ne? Wenn ich jetzt super YouTuber bin und jeden Monat noch 10 Mille über YouTube verdiene, dann brauche ich natürlich über diese kleinen Feinheiten alle gar nicht nachdenken. Aber es ist fair, es ist nur mehr als fair, jedem, der einen Automaten kauft, bitte genau das so aufzuschlüsseln. Dass man nicht nur so ein Ding kauft und man ist sofort reich. Das funktioniert so nicht. Jetzt habt ihr eine schöne Kalkulation, hackt euch die selber in eine Tabelle und dann könnt ihr das wunderbar machen. Dann könnt ihr mal kalkulieren und überlegt dann nur 3-mal oder 4-mal, was jetzt hier der bessere Weg ist und wie man am besten anfängt. Gott sei Dank gibt es ja auch viele, die mittlerweile auch festgestellt haben, dass der Indoor-Automat mit einer guten Platzierung in der Schule oder sonst wo in Gebäuden
doch gar keine schlechte Wahl ist, weil ich dann wirklich ganz entspannt bin. Ich brauche nicht so viel Umsatz. Ja, ich brauche nicht so viel Umsatz. Das ist einfach der Vorteil. Mann, meine Fresse, 30 Minuten, das strengt an. Aber es war mir wichtig und ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Schreibt mir darunter, was ihr davon hält. Und die ganzen, keine Ahnung, ja, schreibt einfach drunter. Ne? Denn das ist mir wichtig gewesen, das muss so funktionieren. Nur so könnt ihr euch richtig auf dieses Geschäft einlassen. Und wenn ihr das gut macht, gut kalkuliert, dann könnt ihr morgens aufstehen, sehr entspannt und sagen, wow. Und nicht die Angst haben, scheiße, ich habe jetzt so eine Finanzierung an der Backe und ich weiß nicht, wie ich das machen kann und dann ist alles auf ihr Geld und der Standort läuft nicht, jetzt muss ich da Miete bezahlen. Ist halt so. Ja? In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Automatenpirat. Tschüss.